Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das Thema, dies ist der zweite Teil einer Videoserie, wo wir von Python nach C zurück nach Python sozusagen Funktionen hin und her schieben und beschleunigen wollen. Also ganz konkret geht es darum, einen mathematischen Algorithmus in Python aufzuzeichnen, diese Aufzeichnung in einen C-Code zu überführen und diesen C-Code zu kompilieren, damit C-Types wieder zurück in die Laufzeit von Python einzubinden, sodass man Python-seitig als Nutzer von diesem ganzen involvierten Prozess nicht einmal etwas mitbekommt. Nicht zu viel jedenfalls. Im letzten Video, im ersten Teil, haben wir uns darum bemüht, das ist hier offen. Genau, hier. Sozusagen diese Aufzeichnung des Algorithmus vorzunehmen. Sozusagen eine Art Intermediate Language Representation zu entwerfen. Wir haben hier eine Liste mit, wir haben es genannt, States. Wir haben eine Liste mit States. Jeder State hat einen Namen, x, y, Bafu und Generic 1. Warum Generic 1? Weil ich es vermutlich nicht mehr umbenannt habe. Ach, hier. Oh, stimmt. So, also jeder State hat ein Identifier, x, y, z, f, wobei ein Identifier keineswegs eindeutig sein muss. Das war auch sozusagen, genau, das war auch die Idee, dass man in Anführungszeichen in-place-Modifikation vornehmen kann. Dass eine Variable sich in-place updaten darf. So, zack, und schon, was denn hier passiert? Interessant, haben wir glatt noch einen Bug gefunden. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich dieses Video neu aufnehme, aber nein, vielleicht lasse ich den auch einfach drin. Das ist ja interessant. So, wir haben... Ah. New Identifier is Z, absolut korrekt. So, der Data Type ist float, aber sehr schön. Das ist übrigens die Routine, die haben wir als letztes im letzten Video verfasst, die Rename-Routine, damit wir nachträglich States umbenennen können. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Wunderschön. Ich würde vielleicht, ja, hier, also for st in root states, print st, und dann bekommen wir sie schön gestapelt vertikal übereinander. So, also, x, y sind zwei Variablen, z ist ihre Summe, und wir zwischendurch p zu einem State, einem const State implizit, also weil hier 3,145 in der Summe auftaucht, wird daraus implizit eine Konstante. Dann ist Z plus diese Konstante, wird dann wieder Z und F ist der Sinus davon. So, aber in dem heutigen Video soll es ja eigentlich darum gehen und darum werden wir uns jetzt bemühen. Unsere Funktionsaufzeichnung in C-Code zu überführen. So, im letzten Video wusste ich relativ genau, wusste ich jeden einzelnen Handschritt genau. Hier bin ich jetzt doch auch ein bisschen, das habe ich schon mal gemacht, vor kurzem auch erst, aber
Gegebenenfalls wird man hier die ein oder andere Designentscheidung neu fassen müssen oder neu fassen dürfen. So, also wir haben jetzt sozusagen der C-Transpiler ist jetzt, was wir als nächstes bauen wollen. Ich fasse mal hier auch einen Old-Ordner ab und ihr kommt mal weg. Was zum Henker? Search for References? Nein, weg. So. Core 2. Nennen wir den Core 2 jetzt einfach wieder oh, Dijkstra in C. Ja. Speed Comparison. Old Core. Core. So. Also. From. From older. Boah, geben wir mal unserem Kind hier einen Namen. Wie nennen wir das? Marco für Math Compiler. So, Marco. Weil jetzt kann ich mich hier oben schreiben, so from Marco import from Marco Core import. Was weiß ich? Root Type. Ach so, ja. Root Type State. Ich glaube, das sind schon all die wichtigen Dinge. Hatten wir hier noch groß mehr? Type, Lowercase Letter Stitches, Root, Archetype, der Archetype vielleicht. Aber ich glaube, wir haben alles Relevante. Also der. Nimm es den C-Printer. So. Object. Add. Genau. Also fast. Init. Ein wichtiger Punkt ist jetzt natürlich erst einmal. Jetzt bin ich gerade ganz ruhig, weil ich in Gedanken vertieft bin. Wie gesagt, ich habe das Ganze ja schon mal programmiert und jetzt habe ich die Gelegenheit, ein paar Designentscheidungen anders zu treffen. Also fangen wir erstmal mit dem offensichtlichen Ding an. Die Indentation. So, Indent. Das machen wir mal hier. Ja. So, Indent. Ja. So, Int. Indent ist erstmal 0. Add Property defindent gibt uns ein String zurück. Und was gibt uns das zurück? Es gibt uns einfach entsprechend viele Leerzeichen passend zur Indentation. So, ja. Oder anders.
Und decrease indent ist self indent minus gleich 1. So. Okay. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit überlegen, wegen des Function Headers, wie wir das am geschicktesten anstellen. Eine Designentscheidung, die ich dieses Mal anders treffen würde als das letzte Mal. In C können wir ja sowohl Variablen auf den Stack als auch auf den Heap packen. Und aus Gründen, aus zwei Gründen. Erstens der einfacheren Handhabbarkeit. Es ist einfacher, Pointer durch die Gegend zu schieben. Wäre es vermutlich besser, alle Variablen auf dem Heap zu allokieren. Und ich glaube, genauso machen wir das. Genauso werden wir das auch tun. Das vereinheitlicht auch ein bisschen den Umgang zwischen, in Anführungszeichen, normalen Variablen und Arrays, also Singleton und Arrays. Und der zweite Grund, warum Variablen auf dem Heap sich besser anbieten als auf dem Stack, ist, wir haben dann eine bessere Kontrolle über den Lebenszyklus. Also machen wir genau das. So, das Wichtigste für eine C-Funktion, auf jeden Fall ein Function-Header. So, def, so, create Function-Header. So, wobei es natürlich Header ist jetzt ein bisschen blöd. Das darf man jetzt nicht mit dem Header-File verwechseln. Das kommt ja auch noch. Oh Gott, wie nennt man das? Ach, Function-Header, will do. So, Function-Header. Ja, create Function-Header. Richtig, so. Was wollen wir wissen? Wir wollen alle Variablen wissen. So, das müssen jetzt also sein Tupel aus so Tupel aus Identifier und Type. Apropos, genau, wir haben ja hier oben den Type, richtig. Dann machen wir mal hier eine dtype-map. Das wird ein dict-string nach string. So, das type.data.float. Achso. Nee, dann brauchen wir hier die curly braces. So, Doppelpunkt. Genau, jetzt nämlich die Frage, worauf wollen wir das in der C-Welt mappen? Im letzten Video habe ich schon gesagt, und ich würde einfach in diesem Video dabei bleiben, nehmen wir Double. Könnt noch Long Double nehmen oder Float. Aber Double will suffice. So, type.data.int. Nano heißt das schon bei Python int. Nehmen wir also einfach das int in C. Hier würde sich, glaube ich, schon eher so Long anbieten. Long oder vielleicht sogar Size T. Ich weiß nicht. Egal. Aber jetzt haben wir unsere D-Type-Map. Also eine, also quasi eine Funktion, die die Types aus unserem Type-Struct übersetzt in C-kompatible Typen. So. Achso, dann brauchen wir natürlich noch den Funk-Name. So, richtig. Und jetzt bin ich noch mal überlegen, wir haben ja, da will ich keinen Breakpoint, so, wir haben schon das letzte Mal, genau, hier mit diesen Lowercase, Uppercase, Letters, Bars, wir haben ja hier schon mal eine Prüfung gehabt, Check Identifier, genau. Ah, aber die gettet auch.
Genau, das hier bauen wir vielleicht noch mal ein bisschen um. Wo ist denn das? Das ist im Root-Objekt. Ja. Dann machen wir mal hier ein Underscore. Machen wir mal hier eine Suche. Ach, da. Und hier nehmen wir auch die Underscore-Version. Taucht das noch häufiger auf? Ach, tatsächlich. Warum taucht denn das dann? Ach so, in Rename. Ja, klar. Okay, dann ist das hier auch Underscore. Aber das ist natürlich jetzt doof. Nee, machen wir das dann. Identifier. Ja. Generate suitable identifier if necessary. Ja, also generate identifier if needed ist true. So. Hätte ich das eigentlich? Nö, hätte ich nicht. So. Ist true. Genau, dann geht hier diese Underscore-Version doch wieder weg. Und hier bekommen wir so if. Genau. So, das sind jetzt alle drei Vorkommnisse. Achso, hier geht noch der Underscore wieder weg. So, das sind jetzt alle drei, ja. So, genau, das heißt, wird also nur erzeugt. Boah, so richtig bahnbrechend. Ich bin davon von all dem nicht überzeugt. Anders. Weg, weg, so, Identifier. Machen wir so, check and generate, genau, check Identifier. Genau. Und das heißt, wir verlegen diese Funktion schlicht und ergreifend nach außen. So. Genau. Richtig so. Das heißt, diese dussliche Flag, die verschwindet wieder. Sich erledigt. So. Genau, auch wieder so die dusselige Flag verschwindet, hat sich erledigt. Bums. So, also wir haben jetzt sozusagen die externe Funktion, wir haben die interne Funktion, die die externe Funktion aufruft. Und wir verwenden die interne Funktion an zwei Stellen. Alles absolut korrekt. Und dann können wir uns jetzt diese Funktion nämlich auch hier abholen. Und dann können wir nämlich auch hier so. Funkname sozusagen durch diese Check-Identifier durchschicken. So. Gibt es überhaupt eigentlich einen Grund, warum die einen String zurückgeben sollte? Nee, ne? Ist in dem Sinne ja nur eine Reihe von Tests. Ja, nee, sagen hier so none. Das heißt dann hier gilt auch für die innere Funktion. So return identifier. So, genau. Das ist jetzt also, die gibt gar nichts mehr zurück. Sie prüft wirklich nur noch. So, dann for arg in argu Arguments. Halt. Achso, das ist immer ein Tupel. Das heißt, genau. Arg Identifier und Arg
ArcDType. So, wir wollen, dass der ArcDType in richtig kriegen hier auf jeden Fall ein Root-Objekt rein. So. Punkt. Identifier Rack. So, dieses Identifier Rack, das ist hier in unserem Root, da Identifier Rack, das ist ein Dictionary, das hat als Schlüssel alle Identifier, die je auftauchen, und als Wert ein weiteres Dictionary, das im Augenblick einen einzigen Eintrag hält, nämlich den D-Type. Hier zum Beispiel haben wir das genutzt, ja, man kann also ein Identifier in den Identifier Rack geben. Dann kriegt man insgesamt ein Dictionary zurück, das im Augenblick nur ein Feld hat, und dieses eine Feld ist der Datatype. Das war schon in weiser Voraussicht, falls man im Anschlussvideo nach diesen drei Hauptvideos da nochmal irgendwie Arrays nachimplementieren wollen, dann käme noch irgendwie die Size oder die Shape als zusätzlicher Schlüssel hier mit dazu. So, das heißt, hier übergeben wir den Arc Identifier und hier holen wir uns den Datatype ab. So, ich benutze D-Type immer als Abkürzung für Datatype, aber Datatype ist eigentlich der offizielle Name oder der richtige Name, so Placeholder. Passt alles nicht mehr in die Zeile, wunderbar. Da kommt es eben in die nächste. Ach so, hier wegen der Struktur, ne? So, jetzt. So. Genau, weil wir verlangen für jede Funktion, die wir erzeugen, dass die Namen müssen die drin sein? Nee, ich würde sagen so, if argIdentifier in selfRoot.identifierRec. So, jetzt. Schön geschachtelt. Ja, okay. Also, wenn der argIdentifier im IdentifierRec auftaucht, dann soll aber auch bitte schön der Datatype passen. Das ist schon ganz nett. Gegebenenfalls... Möglicherweise wollen wir auch, dass der ArcIdentifier im IdentifierRec existiert. Doch, ja. Vermutlich schon. Also gegebenenfalls bewahren wir uns im Hinterkopf auf, dass wir hier sozusagen das nicht zwingend verlangen müssen, aber vermutlich wird es schon besser sein, wenn wir das verlangen. So. Das gibt uns ein Stringent zurück. So. Also, out ist ein String leer. Wobei, so leer muss der gar nicht sein. So, wir werden verlangen, dass alle unsere Funktionen geben ein Integer zurück. Sozusagen ein Signalflag. Negativ oder Null für verdammt, das war schiefgelaufen. Und positiv für top, alles in Ordnung. Positiv heißt also 1. Achso, ja, eine Sache, die ich jetzt hier noch vergessen habe, so Check Identifier, Arc Identifier, und möglicherweise sollten wir den Check nach vorne nehmen. So, zuerst prüfen wir den Arc Identifier, ob er überhaupt als Identifier taugt, und danach prüfen wir den D-Type. So, das heißt, jetzt wissen wir, dass er taugt, also können wir jetzt hier sozusagen FunkName, Klammer auf. Dann für... ArcIdentifier, ArcDType in Arguments. Out plus gleich. SelfDTypeMap. Arc
Type Stern Arc Identifier. Wir machen das ja ein bisschen geschickter. Wir machen daraus nicht einen String, wir machen eine Liste von Strings. So, das ist der erste Eintrag. So, dann ist das hier nicht punktgleich, sondern das ist Punkt append. Und dann können wir jetzt nämlich sagen return Punkt join out plus Klammer zu. So, das gibt uns den Function Header oder den Top Part der Funktion. Genau, man darf aber nicht vergessen, dass eine Funktion. Ach, weg damit. Darf man nicht vergessen, dass natürlich, sobald ich eine Funktion deklariert habe und ich anfange, den Körper der Funktion zu beschreiben, muss ich indentieren, muss ich hier einrücken. So. Na dann, der Einfachheit halber erstmal so. For state in root states. If st.optype ist true, ist type.op.var. So, arguments.append. Und jetzt haben wir immer gesagt, erst Identifier, dann der Type. So, arguments append. ST Identifier und ST Wo ist das Problem? ST ist ein State. Was? Halt. Jetzt. Genau. Ja. Top Function Name, so. Dann können wir jetzt hingehen und sagen, so, C Script ist eine Liste von Strings. So. Top Function Name und hier sagen wir mal auch so File Name, so. Den File Name, den speichern wir uns sogar mal ab. Vielleicht sogar bei beides. So. FileName.stringNone und FunctionNames. ListString ist none. So. Dann SelfFileName. Genau. So. Check. FileName. So. Jetzt habe ich gerade meine Check-Funktion so umgebaut, dass sie nichts zurückgibt. Also wie logisch ist, dass sie nicht zurückgibt. Jetzt aber gerade ist es viel praktischer, wenn sie doch etwas zurückgibt. Und zwar den validen Identifier. Also können wir auch das hier schon wieder umbauen. Machen das einfach so. Warum ist das viel praktischer? Weil wir dann jetzt einfach diesen hier machen können und jetzt können wir auch sagen, so Function Names ist gleich so Top Function Name. So. So, warum ist Function Names eine Liste, die im Augenblick nur einen Eintrag trägt? Na, weil es künftig sein kann, dass noch andere Funktionen dazukommen. Das wäre dann auch in einem dieser optionalen Folgevideos, wenn wir uns nämlich Gedanken machen über Branching und Looping, also if then else beziehungsweise while oder for. Aber für einen Augenblick wird es eigentlich nur eine Funktion geben und das ist die Top-Function. Dadurch ist es auch ein bisschen redundant, dass hier in der Create-Function wird der Funk-Name gecheckt und
Hier wird er auch nochmal gecheckt, aber die Top-Function ist die einzige. Wenn dann die anderen Funktionen dazukommen, für die werden wirklich darauf angewiesen sein, dass das hier drin gecheckt wird. So, C-Script, genau. Tauschen wir. Genau, das ist sozusagen genau C-Script und C-Header. So, das ist auch eine Liste von Strings. So, und zwar, jetzt fangen wir an, C zu schreiben. Include math.h, die wir sicherlich brauchen. Na klar, wir haben ja schon den Sinus, also brauchen wir sie todsicher. Dann einfach, weil es so verdammt convenient ist, inkluden wir auch mal stdio.h, damit wir eine printf haben. Könnten sogar direktermaßen stdlib inkluden, aber ach, jetzt ist auch okay. So, und in gleicher Weise werden wir dann hier natürlich auch sagen, so include self filename .h. So. Wonderful. Self C-Header natürlich und Self C-Script natürlich. Das heißt, dieser Hint hier war eigentlich Quatsch, weil das kommt ja eh nach hier oben. So, also C-Header ist eine Liste aus Strings, None und C-Script ebenfalls eine Liste aus Strings. So. Genau. Und dann können wir nämlich jetzt hier direkt hingehen und sagen, so C-Script, so ja halt, self-C-Script.append self.indent. Gut, der ist jetzt noch 0 an der Stelle, könnte man sich sparen. Aber es ist einfach gut, sich das schon anzugewöhnen, weil wir das jetzt sowieso hintereinander weg und ohne Unterlass brauchen werden. Allerdings benötigen wir ebenfalls, ich glaube, hier oben ist es nett, zwei Leerzeilen zu haben. Hier auch. So, self-c-header.append. Halt, hier gibt es, na, doch ja, ist alles richtig. So, self beim Header an Indent. Unnötig. Funkheader ist self create function header self function names 0 Stern arguments. Genauso, dann ist das hier Funkheader Semikolon und hier ist auch Funkheader geschweifte Klammer auf. Ach so, das mag der nicht. Geht das? Nein, das geht nicht. Dann brauche ich zwei davon. Ach, das ist mir jetzt. Es gibt eine Escape. Das ist jetzt hier, weil ich jetzt hier Formatted Strings benutze mit dem F. Deswegen ist es jetzt hier schwer, eine einzelne geschweifte Klammer dahin zu kriegen. Es geht. Dafür gibt es eine Art Escape Sequence, aber das ist auch eine Lösung. So. So, damit haben wir sozusagen den Top-Part fertig gemacht. Achso, halt. Und jetzt natürlich so self-increase-indent, self-decrease-indent.
Leerzeile am Ende. Und dann können wir jetzt sagen, so return. Eigentlich brauchen wir überhaupt gar nichts zu returnen. So, an der Stelle ist jetzt sozusagen der C-Script fertig. Wir können jetzt höchstens hier noch sagen, so to text oder so. Oder noch besser, wir sagen so to age string return Punkt join self c header und to c return dot join self c script. So, indent, increase, create function header, bum bum und so weiter. Okay, jetzt haben wir erstmal ein minimal Setup. Also wir haben jetzt erstmal uns um alles außen drum herum gekümmert. Da können wir jetzt einfach auch mal einen freundlichen Blick reinwerfen. Natürlich wie eh und je das Main-Script. Def main. So. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, wenn ich hier dieses if name is main mache und dann nochmal eine Main-Funktion, wofür ist das gut? Und zwar für Folgendes. From marco.core import main. As main core. So. Das einzige ist, so jetzt können wir sozusagen richtig. Oder noch besser, wir kapseln die oben und ein bisschen weiter. Generate main example. So, damit ändert sich für die Main-Funktion hier unten erstmal nicht so viel. Das ist einfach nur sozusagen die Ressourcen eine eigene Funktion ausgelagert, wo es keinen Print gibt. Also wollen wir hier lieber generate main example und dann brauchen wir auch kein Alias mehr. So. Bums. So, und dann bekommen wir hier sozusagen das gleiche Beispiel. Es gibt noch einen anderen Grund, warum man dieses if name main Main-Paradigma an Python verfolgt. Und zwar ist das ist dann aber schon ein bisschen advanced Python-Topic. Man kann sich für ein Python-Skript anschauen, was liegt im globalen Namespace des Skriptes und was liegt in den Namespaces von einzelnen Funktionen, Klassen. So. Also es geht um Variablen. Die Frage ist, eine Variable global für ein Skript definiert oder ist eine Variable Teil einer anderen Funktion oder Teil einer anderen Klasse? Also ist die Variable irgendwo lokal angebunden und liegt nicht einfach global, schwirrt irgendwo global herum. Alles, was ich hier unter if name is main, jetzt hier weitere Größen initialisiere, dann sind das alles globale Variablen. Das sind alles Variablen, die in den globalen Scope dieses Skriptes gelegt werden. Hingegen sind alle Variablen, die innerhalb der Main-Funktion oder noch darunter liegende Funktionen erzeugt werden, die liegen jeweils lokal unter dem Namen der Funktion. Ja, also in dem globalen Namespace hier existiert wirklich nur die Funktion Main, die Funktion, beziehungsweise hier im Core, es liegt nur die Funktion Main, die Funktion Generate Main. Man sieht es ja hier in der Structure im Übrigen auch, ne? Main, Generate Main, State, Archetype, Root, Check, Identifier, Digits, Letters and Bar, Uppercase Letters, Lowercase Letters. Hier sieht man übrigens schon, ne? Diese vier Sachen, hier die Letters, Letters and Bar, Digits, das ist so ein Beispiel von, was jetzt im globalen Raum rumschwirrt.
Da kann man tatsächlich sogar überlegen, das hier auszuschneiden, dass dann, weil es jetzt ja hier wirklich nur noch in dieser einen Funktion benutzt und gebraucht wird, es auch lokal nur in dieser einen Funktion zu definieren, dann ist das aus dem globalen Scope raus. Das kann man als eine Maßnahme ansehen, um seine Codehygiene hochzuhalten. Oder man kann drauf pfeifen, wie es jedem beliebt. So, wie dem auch sei, wir können jetzt unseren cPrinter aufrufen und auf die Root-Funktion anwenden. So, der cPrinter, der will ja aber noch genau ein File nehmen. Test und Funk. So. Einfach erstmal ausprobieren. Oh, es läuft durch. Wunderbar. Okay, na dann. CP2H. Ja, rollen jetzt mal den Header-File und den Body-File geben lassen. So, hier ist der Header. Und. Ah ja, okay. Nee, hat alles wunderbar funktioniert. Eine Sache würde ich höchstens noch. Ja. Genau, ich würde hier auch nochmal so self.cheader.append. So eine Leerzeile. So. Genau. Und hier zwischen kommt dann gleich noch zusätzlicher Code. Eine andere Sache, die ich vielleicht auch noch vornehmen würde. Ja, File Name, Function Name. Genau. Möglicherweise würde ich hier doch noch mal einen Umbruch so, C-Generator. Oh. Ja, das ist auch Self-Root-States. So. Genau. So, dass man die Funktion gegebenenfalls wieder aufrufen kann, wenn sich was in Root geändert hat, dass sozusagen die Header und Script alles neu erzeugt wird. So. Und ich würde auch hingehen und sagen, der nee, nicht der Property def. Wobei die packen wir doch vielleicht ein bisschen. Ja, die packen wir uns mal hier hin. So, def Property top Function eigentlich ja Identifier. Ist ja dann so Function Names 0. Genau. Richtig, so File Name. File Name ist auch okay. Refactor, aber hier Function Names würde ich umbenennen. Identifiers. So. Genau, und dann würde ich auch das hier umbenennen. Refactory Name. Identifiers. Verschwinde. Refactor. Was? So, halt. Ah. Current File. Refactor. So. Ich habe offensichtlich zu viele Projekte hier an der Seite offen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Egal. File Name, Top Function Name, Root. Genau. Create Function, Check Identifier. Ach ja, halt. Refactor auch genau. Identifier. So. Wie oft taucht jetzt noch der Ausdruck Name auf? File Name, File Name, File Name, File Name, File Name und ansonsten Name. Top. Okay. So, damit haben wir jetzt sozusagen, damit erzeugen wir jetzt unser Header-File und sozusagen unser Body-File. Ah.
Oh, übler Bug, beziehungsweise übler Gedankenfehler. Also eine Variante ist natürlich, wir können den so fixen, so dann. Ja, und gefixt. So, jetzt. Double X da, Double Y ist da. Top. Das heißt, wir könnten jetzt hier in unser Beispiel auch hingehen und sagen, with open, cpri file name halt .h mode is write as h out.write cpri to h, genau. So. Und jetzt achte man auf die Stelle hier in der Ordnerhierarchie. Ich führe das Skript einmal aus und zack. Jetzt haben wir hier einmal den Test-Header und sozusagen das Body-File. Der Einfachheit halber mal Import Subprocess, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz schmulen. Habe ich etwas dergleichen hier schon gemacht? Nein, hier nicht. Da muss ich woanders schmulen. Ja, hier ist Seaground. Genau. Ich klaue mir einfach mal diesen Befehl hier. So. Geht zurück zum Transpiler. So. Subprocess. Ach so. Ja, ach, macht da nichts, dann importieren wir das mal hier mit einfach hier oben. So, dann ist das hier unten jetzt kein. Oder halt, eigentlich ist das blöd. Ne, doch, wir importieren das hier und wir definieren noch einfach die Funktion hier, was soll's. So. SP-Run gibt uns einen Subprocess Completed Process zurück. So, das ruft Subprocesses auf, also setzt ein Kommando ab. Wir capturen den Output, printen STD-Out und STD-Error aus. Ja. Weil damit können wir jetzt so SSSprun, genau. Hier können wir jetzt nämlich sozusagen den Kompilierungsbefehl. Ich könnte es einfach in der Konsole eingeben, aber ich finde es ganz nett. Und perspektivisch wollen wir sowieso so alles in Closed in Python machen. Wir werden den Kompilierungsbefehl einfach hier schon von Python aus absetzen. So. Sprun gcc cpri.filename dot .c minus o cpri .filename. So. Ja, das war's. Nimmt das noch irgendwelche Argumente an? Ach da, Printout. Ah, okay. Na dann, Printout ist true. Gucken uns das Ganze mal an. Führen es aus. Zack. Warum? Ach ja. Minus LM. Wir haben ja vorhin gesagt, wir inkludieren die math.h, also müssen wir auch die Math-Library sozusagen über den Linker anbinden. So. Ach ja, richtig, wir haben ja gar keine Main-Funktion. Stimmt.
Stimmt, stimmt, stimmt. Die werden wir perspektivisch auch gar nicht brauchen, aber jetzt im Augenblick, glaube ich, wäre es ganz nett. So, also jetzt auf cscript.append ja, int main. Wobei wir könnten hier sogar schon, ja, machen wir es mal so, self increase indent, self cscript append, self indent, hier dann sozusagen der Vollständigkeit halber auch so. Weil jetzt können wir hier nämlich auch solche Späße machen, so wie print, hello world, Semikolon, self decrease indent again, self cscript.append, self indent, plus geschweifte Klammer zu. Neuerlicher Versuch. Ha! Jetzt hat es kompiliert und wie wir sehen, sehen wir nichts. Und das ist ein gutes Zeichen, weil würden wir hier was sehen, dann wären das Kompilierungsfehler. Aber es hat keine Kompilierungsfehler gegeben. Das heißt, wir können den nächsten Konsolenkommando absetzen und sagen Punkt Slash. Sehen wir hier übrigens, wenn ich wieder an die richtige Stelle scrolle, Test C, Test H und hier ist Test. Das ist schon das kompilierte Programm. Genau. Punkt, dieses komplette Programm, also Punkt Slash Test, können wir auch ausführen. Punkt Test, Hello World. Da ist es. Top. 52 Minuten. Wir haben noch keine einzige mathematische Operation übersetzt. Aber egal, die Hauptlast der Arbeit ist getan. Jetzt können wir uns um die mathematischen Operationen kümmern. Und dazu sagen wir einfach for st in self Root States. Genau. Self insert line op. Genau. Dieses insert line op, das existiert noch nicht. Macht nichts. Das holen wir jetzt nach def. Das ist ein State. Insgesamt gibt uns die Funktion zurück gar nichts. So. Und zwar if st.optype ist type.op.var, dann machen wir nichts. So. Elif st. oder Elfi auch gut. Nein. Elif optype ist type.op. Und jetzt müssen wir alle einzeln durchgehen. So, const. Genau. Dann self.self.cheader, fast. cscript.append. Besser wäre es jetzt an der Stelle. Ja, okay, warte mal, mit Konstanten. Also mit Konstanten. Konstanten gibt es jetzt auch zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ich würde jetzt an der Stelle die einfache Variante vertreten und sagen, wir überlassen die gesamte Arbeit dem C-Compiler. Also die aufwendigere Variante wäre, sich jetzt einfach zu merken, dass das eine Konstante war und überall, wo diese Konstante verwendet wird, einfach wirklich knallhart den Wert in den Source Code reinschreiben. Oder die Budget-Lösung ist, wir erzeugen jetzt einfach eine Variable, die mit diesem Wert assigned wird. Und ich bin für die Budget-Lösung. Self-indent Punkt. Genau. Machen wir jetzt mal so, der D-Type ist ein String. Das ist über die D-Type-Map. Wir holen jetzt den Data-Type von st ab. So. Stern st identifier ist, das
Das müsste doch aber eigentlich funktionieren, ne? Dass ich jetzt sozusagen direkt den Wert zuweise. Probieren wir es aus. So, st.mem. Wir haben ja Werte für Konstanten in diesem Memory abgelegt. Mem. Und da kommt jetzt rein der Value, wenn mich nicht alles täuscht. War doch so, oder? Const. Ja, der Value. Sehr schön. So, damit haben wir jetzt schon zwei Fälle abgefrühstückt. Bei der Variablen passiert nichts. Warum nicht? Weil sie ja schon über die Funktionsdeklaration abgefrühstückt ist. Wir haben ja gesagt, wir schaffen eine Funktion und als Übergabeargumente kommen alle Variablen rein. Dann brauchen wir jetzt hier die Variable nicht nochmal extra, brauchen keinen extra Code dafür. Und die Konstante haben wir jetzt hinzugefügt. So. Ach so, es geht nicht. Schön, dass wir das geklärt haben. Ist das nervig? Wie kann ich einen Pointer für C deklarieren und den gleich mit einem Wert belegen? Googeln wir einfach mal so. C-lang declare pointer and assign value. Geht das in einer Zeile oder so? Das wäre nett. Ach so, warte mal. Stimmt ja. Was ist das denn? Cloudflare? Nein, ich bin ein YouTuber. Okay. Ein Budget-YouTuber. Aber ein YouTuber. So. Ja, richtig, natürlich. Ich habe jetzt ein Pointer deklariert. Ja, das ist natürlich alles logisch. Ich habe ja einen Pointer deklariert. Ich habe ja einen Pointer deklariert. Ich muss ihm erstmal einen Speicher zuweisen. Händisch natürlich. Uff. So, size of D-Type. Ja. Das heißt, C-Script append self-indent. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das würde bei C++ alles ein bisschen charmanter gehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Folgevideo. Vielleicht können wir das Ganze hier ein bisschen modifizieren, dass wir C mit ein bisschen C++-Flavor machen. Das würde auch, glaube ich, besser zu dem Playlistentitel passen, wo ich ja auch C++ irgendwie drin verspreche. Egal. Ich mag diese Sternnotation nicht. Machen wir das so. st.identifier ist gleich Semikolon. So, jetzt muss es aber gehen. Nö, geht nicht. Was ist jetzt schiefgelaufen? Implicit Declaration of Malloc. Ah, ja. Da steht es ja auch schon. Brauchen. Ich habe ja vorhin ja schon rumgemunkelt. Muss ich dann die stdio noch inkludieren, wenn ich die stdlib inkludiere? Die Antwort ist ja. Also wir brauchen io und lib simultan. Genau. Und schon ist alles kein Problem mehr. So, jetzt haben wir hier sozusagen kompiliert. Ausgeführt und wieder steht Hello World da. So, an dem Header hat sich nicht viel getan. Wir haben nur noch die stdlib neben der stdio inkludiert. Und ich weiß nicht, haben die eine natürliche Reihenfolge? Wie die lib zuerst und die io danach? Also, ich meine, es spielt jetzt keine wesentliche Rolle. So, genau. So, wir sagen jetzt also, wir erzeugen mit Generic 0 ein Double Pointer, dem wir auch ein bisschen Platz zuweisen, malloc size of double.
und geben dem Ganzen am Ende und geben dem den Wert Pi. So. Genau, ich hätte jetzt hier statt den in eckigen Klammern Nullen, ich hätte auch Stern schreiben können, aber ja, sei es drum. Aber ich finde das mit dem Null irgendwie schöner. Auch wenn wir später Arrays hinzufügen, die würden wir dann genauso die einzelnen Einträge zugreifen über diese eckigen Klammern sozusagen. In Python würde man es die getItem-Funktion nennen. Jetzt allerdings haben wir händisch ein bisschen Platz im Arbeitsspeicher freigemacht für diesen Wert. Und wenn wir händisch diesen Platz anlegen, dann müssen wir auch händisch diesen Platz wieder freigeben. Das heißt, unsere Klasse braucht auch noch mal, ja, keine Ahnung. Sozusagen heaped quantities oder also living quantities on heap. So, cGenerate. Genau, die ist leer. So. Weil dann können wir jetzt nämlich hier hingehen. Das müssen wir jetzt natürlich machen. So, Living Quantities on Heap. Wobei das muss keine Liste sein, fällt mir gerade mal eben auf. Das reicht, wenn das eine Set ist. Genau, so eine Set. Beschwert er sich immer noch? Nein, gut. Und dann ist hier Add. So, genau. Und das heißt, so hier ist, ja, so. Und das heißt, self-decrease, genau. So, for q in self. Living quantities in heap self cscript dot append self indent. Jetzt muss natürlich den Speicher, den wir frei machen, natürlich, oder den Speicher, den wir allokieren, den muss natürlich auch wieder freigeben. Free queue. Bums. Und Tatsache, jetzt wird also am Ende auch die Variable wieder zerstört. So, allerdings muss ich sagen, dass dieses händische Management, genau, also das ist jetzt sozusagen, das ist ein Befehl, den müssen wir jetzt sowieso immer machen. Das wäre also besser, das wegzuautomatisieren. In eine eigene Funktion. Also declare quantity, so richtig. Genau, das heißt, wir brauchen noch. Ach so, ja, genau so. Das System brauchen wir eigentlich gar nicht. So, wir lassen uns geben den Identifier und wir lassen uns geben den Datatype. So, ach so, nein, lassen wir uns nicht. Wir lassen uns State geben. So. Und dann sagen wir auch am Ende, also das gibt ein Tupel zurück, String, String, so. Richtig.
wir hier sozusagen eine richtige Behandlung haben. So, und wir geben zurück, so Identifier, die Type, so. Halt nicht ganz, ja. Living Quantities on Heap. Also Known Quantities. So, jetzt müssen wir uns natürlich noch merken, was für Quantities haben wir eigentlich überhaupt schon definiert, total. Nicht nur die, die wir auf den Heap gepackt haben, sondern eben auch die, die über den Funktionskopf deklariert werden. Known Quantities ist auch ein Set. Richtig. Richtig. Ach so. Ja gut, dann ist es hier besser auch schon mal das zu checken. So. Damit ich jetzt hier sozusagen known quantities add. So. Ja. Richtig. Known quantities. So, free leftovers. Ja. Alles richtig. Declare quantity. Richtig. So. If not. So, if not identifier in self. Known quantities. Identifier. Und auch so. So, und damit haben wir jetzt alle Sonderbehandlung hier unten bei InsertLineOp rausgeholt. Jetzt brauchen wir der Konstante wirklich nur noch die Konstante deklarieren. Alles andere passiert vorher, weil wir nämlich jetzt hier sagen können, declare quantity st. So. Und das gibt mir, wenn ich es haben will, Identifier und dtype zurück. Will ich das haben? Eigentlich nicht. Ne? Müsste eigentlich gar nichts zurückgeben. Egal. So, das heißt, jetzt kann ich den Transpiler wieder anwerfen. So. Genau. Was ist hier los? Ah nee, alles gut. Richtig. Wir haben jetzt einfach nur noch nicht gesagt, was im Falle der anderen States für Code generiert werden soll, aber das Declare-Variable, das arbeitet schon mal, das deklariert schon mal eine Variable z, die Konstante und eine Variable f. Und am Ende wird z, f und die Generic auch wieder zurückgegeben. So. Genau, insert line up. Ja. Richtig. Genau, so jetzt die einzigen anderen Operationen, die wir überhaupt haben zurzeit. Genau, var haben wir erledigt, const haben wir erledigt und jetzt fehlt uns noch pos, add und sin. Ja, die fügen wir jetzt alle nacheinander hinzu. Elif stoptype ist type.op.pos self c script append self indent plus f. Richtig, das ist dann so Identifier 0 ist gleich. Um,
STDependencies 0, 0, Semikolon. Wenn man möchte, kann man da auch noch ein Plus vorne weg packen. So. Und das unäre Plus, das hatten wir in unserem Testcode aber gar nicht. Wir hatten kein Vorkommen dafür. Dann holen wir das doch jetzt mal eben schnell nach. Genau, sagen wir y ist gleich plus y und sagen y identifier ist y. Wer sich wundert, warum das jetzt hier notwendig sein soll, y nochmal als sich zu benennen. Die Sache ist ja, dass diese Plus-Operation eine neue Quantity erschafft. Ich kann es mal kurz vorführen. Hier, ne? Generic 0 ist plus y. Also Generic 0, Generic 1. Noch besser kann ich es hier vorführen. So x, y, Generic 0 ist pos float y. Und dann später z ist die Addition aus x und Generic 0. Und wenn ich jetzt hier aber das Auskommentierte wieder, nicht dass die den Kommentar rückgängig mache, da. Und jetzt wird y sozusagen mit sich selber überschrieben und dann wird auch hier z ist die Addition aus x und y. Und das können wir uns auch hier in dem C-Code angucken. Halt jetzt. Ja. Y ist gleich plus y, double z. Achso, ja, die Addition wird noch nicht generiert, aber man sieht halt eben hier, so y überschreibt sich selbst. So wie es sein soll. Okay. Transpiler. Genau, Transpiler. So, das war jetzt Pause. Dann geht's weiter. OpType ist type op add self C script append self indent so So, falls jetzt jemand gewundert hat, hier ist so eine Linie, die sagt, es ist guter Ton in der Python-Welt, sein Skript nicht über diese Linie hinaus zu tippen. Das war jetzt eben gerade der Fall, deswegen habe ich meinen Befehl zweizeilig umgebrochen. Kann man sich sparen oder man hält sich dran oder wie auch immer. So, elif stoptype. Übrigens an der Stelle, wir können auch nur mal, um es vorgeführt zu haben, so. Dann sagen wir jetzt hier ansonsten print warning so did not recognize type of so und dann führe ich das hier aus so und dann whoops warning did not recognize sinus of f sin float z, weil wir für den sinus das noch nicht gemacht haben, schauen wir hier rein. Wir haben jetzt hier aber schon mal die einfache Addition. So. Das heißt, elif stoptype ist type.op.sin. So, damit hätten wir dann sozusagen vorläufig alle Operationen, die wir auch Python-seitig tracen können, hier im Transpiler abgefrühstückt, bearbeitet. Natürlich müsste man jetzt, könnte, sollte, müsste man jetzt noch weitere mathematische Operationen hier im Core einbauen. Können wir in einem optionalen Video später vielleicht auch noch machen. Fürs Erste jetzt ist das jetzt sozusagen unser Grundstack, um zu zeigen, also unsere technische Demonstration, ja, dass es geht und wie es geht. Identifier 0
ist gleich. Achso, ja, ist Sinus, sodass ich hier den Sinuswert benutzen darf. Das geht natürlich nur, also c-seitig geht natürlich nur, weil wir ja auch irgendwo hier oben, genau, math.h inkludiert haben. Sonst würde c sagen, was ist Sinus? So, st-dependencies 0. So. Achso, ja. Er sagt, Sinus auf dem Pointer ergibt keinen Sinn. Absolut korrekt. So, jetzt. Wir wollen auch nicht Sinus auf den Pointer anwenden, sondern wir wollen Sinus auf den Wert anwenden, auf den der Pointer zeigt. So, und da haben wir es jetzt. Y0 ist plus Y. Z wird allokiert, dann Z ist X plus Y. Dann wird Generic 0 allokiert. Generic 0 ist 3,1415. Dann wird auf Z das Generic drauf addiert und wieder auf Z abgelegt. Dann wird F allokiert und dann wird F mit dem Sinus von Z belegt. Und am Ende werden alle Größen wieder zerstört. Das ist natürlich insofern ein bisschen problematisch, dass wir hier F mit zerstören, obwohl das ja sozusagen das Endergebnis unserer Berechnung ist. Eigentlich möchten wir F ja zurückgeben. Ne? Das heißt, wir müssen hier oben F in dieser Liste mit aufnehmen. Aber um das tun zu können, müssten wir überhaupt auf einer technischen Ebene, wir müssen nur anhand von den States ablesen können, wir müssten hier sozusagen mit in den State mit aufnehmen, dass F ein Output ist. Wir sehen ja hier zum Beispiel, X ist eine Variable, Y ist eine Variable, aber F ist halt einfach nur der Sinus. Wir müssten jetzt irgendwie noch F markieren als das ist der Output. Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ja, so, und das machen wir am besten mal wie folgt. Genau, var const out. Out. Das kann man doch mit hier hoch. So. Genau, State. Variable const ensure, genau. Ja, hier machen wir das. Also at class method def declares out. Es nimmt root an, braucht ein Datatype. Nee, brauchst nicht. Es braucht kein Datatype. Es sollte aber ein Identifier haben. Genau, so return state root type op out. Genau, der Datatype. So, das wird jetzt interessant. Der Datatype, der wird gecheckt, ob das überhaupt ein valider Datatype ist. Das ist ja auch richtig so. Wir müssen einen neuen Datatype hinzufügen. Und zwar den Type Void. Sozusagen den Untypen, wenn man so möchte. Jetzt declares out, genau. Und dann type data void, das ist unser erster Void-Typ. Achso, haha. Wie haben wir die vorher genannt? Ensure arc, ja.
Arc ist ein Archetype. Richtig. So, und dann benötigen wir auch wieder das Ensure, genau. Arc Identifier und Arc D-Type, richtig. Weil mir der Arc D-Type egal ist. So, dann geht da der Arc Identifier rein. Und ganz am Ende auch der normale Identifier. So, dann können wir jetzt nämlich hingehen und sagen f.declare es. Ach so, warte mal, halt, ja. Declare es out. So. Self-Class, declare as out, self-root, self und Identifier. Ja, make-out, so. Aber dann können wir wieder hier unten hingehen und sagen, F-Identifier ist F und dann können wir hier hingehen. Makeout. So, dann können wir das hier nochmal ausführen. Das gibt natürlich. Ach, natürlich, ja. Hier ist F hier als Ergebnis hat den Typ Datatype und hier als Makeout bekommt es den Typen Void. Das war nicht so clever. Schön, dass ich das so für Energie drauf verwendet habe. Jetzt funktioniert's. Genau, und dann haben wir hier sozusagen den Typ Void und Out. Denn aber müssen wir hingehen und sagen, müssen wir das hier machen? So. Ja, dann kann die ganze Funktion ja auch eigentlich weg. Das ist ja dann Quatsch. Sondern wir müssen sozusagen State.makeout root und declares out. So. Genau, dann kann ich jetzt den Transpiler bedienen und der sagt, huch. Ah ja, genau, der sagt jetzt, was zum Teufel ist mit dem Datatype. Richtig. Declare Quantity. Jetzt brauchen wir hier natürlich eine Sonderregel. Die werden wir immer wieder brauchen. Genau, wir werden jetzt sozusagen
If not st optype. Jeder Optype ist an der Stelle if not. Und doch anders so. If st optype in type.op.out. Das haben wir eben vorhin ja eh festgestellt, braucht man nicht. So, return none. So. Jetzt wieder alles schick. Aber jetzt kriegen wir die Warning, die wir vorhin eingebaut haben. Also das hier der line-op. Der weiß jetzt erstmal gar nichts, was er mit dem out an, mit dem out anfangen soll. Elif st.optype ist type.op.out. Genau. Self.cscript ist type.op.append self indent plus f. Genau. Das ist dann auch st dependencies 0 0. Genau, und hier ist ja st identifier, richtig. Das wird jetzt nicht kompilieren. Error, genau. Jetzt würde ich sagen, f undeclared, absolut korrekt. Was ist jetzt schiefgelaufen? Wir haben jetzt sozusagen auf f den richtigen Wert gesetzt, aber f wird weder über malloc allokiert noch als Argument mitgegeben. Wir müssen es erst hier in der Argumentenliste mit aufnehmen. Aber nichts leichter als das. Dafür haben wir uns ja vorhin hier, genau. Hier machen wir was ganz Witziges. Wir gehen erst alle Root States durch, sammeln uns die Vars raus, dann gehen wir nochmal alle States durch und sammeln uns die Outs raus. Damit also die Variablen vorne und die Outs hinten sind. Was ich im Übrigen doof finde, das tauschen wir genau aus, so dass vorne die Outs sind und hinten die Vars sind. So, wenn es ein Out ist, check Identifier, absolut korrekt. Genau, und jetzt der st-data-type. Das ist jetzt natürlich falsch, sondern wir brauchen jetzt einen neuen D-Type und der kommt aus Root und zwar dem Identifier Rec. Da geben wir die Dependency ein. Das gibt uns ein Dictionary zurück, wo wir nach dem Data-Type fragen können. Und das klärt uns den richtigen D-Type auf. Und dann ist st-Identifier nämlich eine Known Quantity. Und das gibt einen schlimmen Fehler. Welchen? Warum? Ah. Richtig, richtig, richtig. Ah, ja, 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 ja. Wir haben ja einen Test eingebaut, genau. Die Sache ist jetzt, der Out hat den Data-Type Void. Wir haben es aber gesagt, für die Deklaration im Function-Händler, dass er nicht den Data-Type Void nehmen soll. Sondern den Datatype seiner Dependency. Und es stellt halt eben fest, nanu, der Datatype der Dependency, der stimmt ja gar nicht mit Void überein. Darf auch gar nicht. Das ist absolut korrekt. So. So, check Identifier. So.
Also einfach so, jetzt einfach diesen Check hier auszuschalten. So. Ja, ist jetzt die Frage, also man könnte jetzt sozusagen für Out hier eine Ausnahme einbauen, aber Out wird nicht der einzige Void bleiben, da werden wir hier nur noch mit irgendwelche Ausnahmen rumrumsen. Ich würde sagen, der Check ist hier vielleicht auch einfach überflüssig. So. Und ehrlich gesagt, das ist auch überflüssig. Oder? Nee, das können wir noch lassen. So. Jetzt aber noch das Problem. Ich habe hier, genau, hier bei. Ja, hier habe ich verkackt. Hier muss natürlich auch von 0 hin. Und jetzt ist alles schicki. Und jetzt ist alles richtig schicki. Jetzt haben wir hier sozusagen die Rückgabegröße F, sozusagen ja, die Rückgabegröße F, die Eingabegröße X und die Eingabegröße Y. Das war's. That's it. Das ist unser C-Code. Den können wir jetzt natürlich noch einmal ausführen, sonst macht das Ganze ja gar keinen Spaß. Als wir müssen in den C-Transpiler, genau. Jetzt habe ich übrigens gerade gesehen, self c-script.append leere Zeile. Was das hier auf sich hat, ich mag es nicht. Ich habe lieber gerne nochmal eine leere letzte Zeile am Ende. Das habe ich jetzt eben gerade nur nachgetragen. So, aber abgesehen davon, genau, die Main war ja von vornherein ja eh nur Makeshift. Und dann können wir die jetzt sozusagen auch nutzen, richtig nutzen. So, self.indent plus F, genau. Jetzt sagen wir so, Double X ist 1.01 und Y ist 99,8, keine Ahnung. Ach ja, und F. So. Und dann rufen wir jetzt hier einfach Funk auf. Wir übergeben F, wir übergeben X und wir übergeben Y. Und schlussendlich lassen wir uns das Ergebnis ausgeben. Und dann sagen wir jetzt so, F von Prozent E ist gleich Prozent E. Und schließen das Ganze mit einem Semikolon ab. So, dann brauchen wir das Hello World ja nicht mehr. So, da ist es. Also, er sagt F von 1,01 und 9, 1,01 und 99,8 ist minus 2, ist minus 0,275. Das können wir sogar gegenchecken. Wir haben ja sozusagen, wir haben ja die Beschreibung hier. Was haben wir gemacht? X und Y. So, ich habe. Genau, so das ist jetzt sozusagen das Endresultat. Die Main ruft Funk auf, Funk hier, Funk rechnet dann durch und legt auf F dann schlussendlich das Ergebnis ab. So, aber genau, x gleich, y gleich. So, in der Python-Konsole. So, x, y. So, und was machen wir jetzt? Y ist gleich plus y. Ja, das geht, glaube ich, noch. So, z ist gleich x plus y. Und z ist gleich z plus 3,1415. Ja, und dann from math import sinus und dann nehmen wir den Sinus von z und was kommt raus? Minus 0,275339. Also auch genau das, ja,
Minus 0,275339. Also das richtige Ergebnis wurde berechnet. Die C-Funktion hat also den Algorithmus gut übertragen. Vollständig und korrekt übertragen.